Ja, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video bei mir auf meinem Kanal Monis Schönes Schuhwelt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute teste ich das hier und zwar schöne, schöne Wimpern von der Firma Girls Got Lashes. Die habe ich entdeckt von einer Bekannten, habe immer wieder davon gehört und dann habe ich das auf Seite getan, habe gedacht, nee, ist ja vielleicht doch nicht so easy alles. Ich werde euch in diesem Video zeigen, was hat das gekostet, wie hat es funktioniert, was braucht man alles, wie geht das mit dem Ablösen, dran machen und so weiter, Langzeittest und so weiter und so fort. Nicht abschalten, bleibt dran, seid gespannt, denn ich lege jetzt sofort auch los und zeige euch, wie es geht. Let's go! Ja, also ich habe die Wimpern schon mal aufgetragen. Ich mache das auf jeden Fall mit euch aber noch zusammen, dass ihr dann wirklich Step by Step das alles seht. Und ja, ich habe von dieser Firma schon so viel gehört. Die sind auch mittlerweile jetzt bei Rossmann schon vertreten. Also die haben da so einen Ständer mit den ganzen Sachen. Und habe ich gedacht, Mensch, also das muss doch echt besonders sein. Es war mir bis jetzt immer zu teuer. Ich hatte eine Bekannte darauf aufmerksam gemacht. Und ja, aber dann gab es auf einmal so eine Rabattaktion. Und dann habe ich gedacht, so jetzt muss ich aber mal zuschlagen. Und ich habe es nicht bereut. Wahrscheinlich werde ich jetzt Stammkunde. Ich muss sagen, die Internetseite war für mich jetzt ein bisschen verwirrend, weil man musste erstmal schauen, sich alles in Ruhe durchlesen und am Anfang hatte ich nicht so die Zeit da auch zu und dann irgendwann habe ich gedacht, so jetzt kann es da wohl nicht wahr sein, ich muss mich jetzt damit beschäftigen, mal wieder schöne Wimpern haben und ja, deshalb bin ich das alles mal durchgegangen und die haben dann verschiedene Sachen, die haben dann verschiedene Wimpern, also man kann wirklich von natürlich zu dramatisch, zu voluminös, je nachdem, was man für einen Anlass hat, die passenden Wimpern kaufen. Die sind handgemacht, das fand ich sehr interessant, vegan, cruelty-free, also tierversuchsfrei, finde ich auch mega cool und so eine Packung, da sind immer 5 Wimpern drin, das heißt, man hat so 5 Wochen immer Zeit und Ruhe. Dann kann man die nächste Packung kaufen, mittlerweile, wie gesagt, auch bei Rossmann. Das ist aber, finde ich, mega cool. Ja. Und ja, man kann dann diese Starter-Sets kaufen. Das ist für jeden Anfänger, finde ich, immer das Beste. Und zwar, die heißen so, and so it begins, heißt das. Das hat mich jetzt gekostet, 60 Euro mit Wimpern. Enthalten ist da eine Nagelschere, ein Applikator, ein kleines Bürstchen und das ist schon mal ein Kleber, in schwarzen Wimpernkleber. Und zwar dieser Applikator, der ist ganz praktisch. Da könnt ihr nachher die Wimpern mit aufbringen auf das auf den unteren Wimpernrand. Ja, und ansonsten die Wimpern. Ich habe mich jetzt für Flirtfilter entschieden. Die sind so ein bisschen romantisch, ne? Ja, und muss sagen, also ich bin wirklich zufrieden damit. Da sind immer 5 Wimpern, wie gesagt, drin. Wie ihr seht, habe ich die gekürzt, weil die waren mir doch zu lang an den Seiten. Also hier diese Seiten, ne? Da schlippte sonst da drüber. Und dann habe ich das mit einem Nagelscherchen kürzer gemacht. Ist überhaupt gar kein Problem. Das empfehlen die auch, Schritt für Schritt erstmal anpassen, zurechtschneiden, Wimpernkleber auftragen, dran kleben, dann mit dem Applikator fixieren, Topcoat draufbringen, damit das Ganze auch lange möglichst hält. Und wenn man irgendwann sagt, so jetzt will man es nicht mehr haben, gibt es auch einen Remover, um das Ganze wieder abzumachen. Den soll man dann unten und oben anbringen, kurz einwirken lassen und das Ganze soll dann easy wieder abgehen. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, werde ich aber auch machen und euch auch noch berichten. Und was mir auffällt, die erste Stunde hatte ich echt so das Gefühl, da ist irgendwas so auf den Augen, vom Fremdkörper. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist so wie bei den Fingernägeln. Wenn man künstliche Fingernägel hat, ist ja auch erstmal ein anderes Gefühl. Aber ich muss sagen, innerhalb einer Stunde hatte ich mich so dran gewöhnt, dass ich jetzt die Wimpern gar nicht mehr merke. Und ja, ich fühle mich pudelwohl damit. Und Schlafen hat auch gut geklappt. Was ich aber empfehle und was auch die Firma empfiehlt, habe ich nachher gelesen, dass man das morgens macht oder vormittags, weil dieser Wimpernkleber, der muss noch ein bisschen trocknen. Na, also der hat schon ein paar Stunden bei mir gedauert. Ich muss auch sagen, ich war sehr großzügig mit dem Wimpernkleber. Hat aber keinen Abbruch gemacht. Nur das hat dann zur Folge gehabt, dass es ein bisschen gedauert hatte mit dem Trocknen halt. Ne? Genau. So, dann dieses hier, wie gesagt, mit zusammen AZ 59,90 Euro, also 60 Euro. Wenn man die Wimpern alleine kauft, dann gab es eine Aktion, nee, das ist das, dann gab es eine Aktion normalerweise für 36,90 Euro, also 37 Euro, habe ich dann bekommen für 29,90, also für 30 Euro. Kann man aber auch nicht sagen. Das Gute ist, wenn die Wimpern aufgebraucht ist, muss ich mir nur die Wimpern nachkaufen. Da gibt es auch Wimpernkränze und Wimpernbänder und da gibt es auch mit Glitzer. Es gibt farbliche Wimpern, finde ich mega cool. Werde ich auf jeden Fall auch nochmal probieren. Da hat man dann schwarze Wimpern und man kann dann ein Glied zum Beispiel in Blau oder in Pink einsetzen, so als Eyecatcher oder in so Glitzer. Das ist bestimmt mega cool. Werde ich auf jeden Fall auch noch testen, weil dieses Starter-Set, das kauft man ja nur einmal und kann man immer wieder benutzen halt, ne? Die Sachen, die halten ja ewig, ne? Also okay, irgendwann muss man den Kleber nachkaufen, aber das ist ja kein Problem. Was nicht enthalten ist in diesem
Starter-Set ist der Topcoat und der Remover. Der Topcoat ist halt zum Versiegeln, der Remover ist zum Ablösen der Wimpern. Das ist nicht enthalten, das kann man aber auch als Bundle kaufen, wieder vergünstigt. Ich habe mir ein zusätzliches Bundle gekauft, das war nämlich das hier. So, und zwar dieses hier, das habe ich mir dann als auch Bundle gekauft. Das heißt, das ist auch ein Wimpernkleber. Den gibt es in schwarz und in transparent, aber transparent hatten sie irgendwie nicht mehr. Dann habe ich mir den in schwarz gekauft. Ist auch okay gewesen, weil das sieht aus durch diesen schwarzen Wimpernkleber, als ob ich mir schon die Wimpern getuscht hätte. Also finde ich auch mega cool. Und das ist Wimpernkleber Plus, Bond Girl Plus. Das heißt, Plus heißt, das ist für hohe Temperaturen. Ich glaube, irgendwas mit 40 Grad hatte ich gelesen. Also das heißt, ist also für den Hochsommer, wenn es wieder so super mega heiß wird, für die Sauna geeignet, also dass da nichts zerlaufen kann. Und da ich ab und zu mal in die Sauna gehe und so, habe ich gedacht, das ist auch nicht schlecht. Habe ich mir auf jeden Fall diesen mega super Haftkleber gekauft. Kann das natürlich jetzt noch nicht testen, war bis jetzt noch nicht in der Sauna, ob das wirklich gehalten hat. Aber ich habe gedacht, Plus hört sich gut an, kaufe ich mir. Genau, das ist also, wie gesagt, einmal dieser hier. Dann habe ich hier Seal the Deal, heißt, das ist halt dieser Topcoat, den soll man unten anbringen, damit das Ganze nochmal schön hält als Versiegelung. Und das letzte ist halt zum Ablösen der Wimpern. Kann sein, dass ich da vielleicht schon die eine oder andere Wimper ablöse nach ein paar Tagen. Dann kann ich die entweder mit dem Applikator nochmal anbringen. Oder ich sage, nee, ich mache das Ganze jetzt komplett runter und nehme mir da diesen Remover zur Hilfe. Let it go heißt der genauer gesagt. Und kann das Ganze wieder ablösen und wieder neu anbringen. Ich werde, wie gesagt, das auf jeden Fall mit euch zusammen machen. Was ich auch empfehle, ist dieses hier ganz am Anfang Wimpernzange, um die eigenen Wimpern erstmal schön zu knicken. Ja, man beim Duschen und Gesicht waschen, warmes Wasser verwenden, keine ölhaltigen Pflege- und Abschminkprodukte an den Augen verwenden. Ganz genau. Und 7 Schritte haben sie auch noch hier erläutert. Ne, also wirklich idiotensicher. Step by step. Wir machen es aber auch nochmal, wie gesagt, zusammen. Da könnt ihr lesen, die Vorbereitung. Legt die Materialien bereit, ist klar. Dann halt auch diese Wimpernzange, dann diese hier Applikator und Nagelschere und so weiter und so fort. Dass man erstmal die Wimpern am besten zurechtschneidet. Ganze dann noch mit diesem Wimpernbürstchen. Noch Bürsten habe ich auch gemacht, weil die Wimpern waren dann nicht so in der Richtung, wie ich es haben wollte. Da bin ich nochmal hingegangen, habe mit dem Wimpernbürstchen das mir alles nochmal schön zurecht gemacht, wie ich es haben wollte. Ne? Also bis jetzt muss ich sagen, bin ich super zufrieden und werde auf jeden Fall mit dem Ablösen das mit euch zusammen machen und dann wieder neue zusammen anbringen. Bleibt gespannt, es wird wirklich interessant, Leute. Ja, also ich habe sie jetzt auf jeden Fall jetzt schon den 9. Tag auf den Augen, meine Wimpern. Das ist der absolute Wahnsinn, weil normalerweise stand da so 5 bis 7 Tage und ich habe halt schon 9 Tage. Ich muss aber dazu sagen, Leute, ich habe ganz viel Wimpernkleber drauf gemacht. Wahrscheinlich war das ein bisschen zu viel. Also ich könnte sie, wenn ich möchte, jetzt noch mal ein bisschen drauf lassen, ein paar Tage. Aber ich denke mal, ich mache sie jetzt ab, damit ich euch auch zeige, wie das Ablösen so funktioniert hat. Ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal berichten, das Schlafen hat super funktioniert. Also die ersten Tage, also der erste Tag, muss ich sagen, der war ein bisschen, also die erste Nacht, da hatte ich immer so das Gefühl oder so das, die Angst, ich bleibe kleben, also meine Augen kleben dann zu und ich wache morgens auf und kriege meine Augen nicht mehr auf. Das war so meine Horrorvision, aber die hat sich überhaupt nicht bestätigt. Da ist überhaupt nichts passiert. Und ich empfehle auf jeden Fall, mach das morgens drauf, weil dieser Wimpernkleber, der braucht noch eine Zeit lang zum Trocknen. Ja, und ich muss sagen, so nach 2-3 Tagen, weil der ist so extrem ausgetrocknet, da ist überhaupt nichts mehr passiert. Wie gesagt, ich habe viel zu viel Kleber drauf getan. Man muss da so ein bisschen sparsamer sein und ja, das ist, wie gesagt, jedem selber überlassen, ob er jetzt ganz viel drauf tut oder nicht. Ich habe auch gesehen auf diesen, da steht ja auch nochmal schön 1, 2, 3, da kann man also nochmal gucken. Die sind jetzt nur 3 Monate haltbar, habe ich gesehen, diese Bürstchen. Also nach 3 Monaten muss man die leider sich dann nochmal wieder kaufen. Ja, und das kostet dann so um die 30 Euro rum, ne? Aber dann habt ihr auf jeden Fall wieder Ruhe. Und die Bürsten zeige ich euch auch nochmal jetzt. Das ist, wie gesagt, dieser Buntkleber Plus. Den liebe ich auf jeden Fall, den werde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Ja, da bin ich echt begeistert von. Der soll ja auch, wie gesagt, für die Sauna halten und bei 30 Grad und so weiter und so fort. Der hat dann so ein Bürstchen, also das ist ein schwarzer, die hatten auch transparente, und aber die transparenten waren ausverkauft und da habe ich halt diesen schwarzen hier. Aber das Bürstchen ist schon leicht geknickt. Das ist ganz praktisch, da kann man den einfacher anwenden, ne? Das ist dann für eine Mitte und das habe ich dann für die Seiten so benutzt, ne? Das war ganz praktisch und wischen tut das irgendwie auch noch nichts so. Ja, so, das ist das gewesen. Dann habe ich hier die Nummer 2. Das ist der Seal the Deal. Das ist dafür da. Kann man sehen? Ja. Zum Versiegeln des Wimpernklebers, dass das nochmal richtig hält. So eine Art Topcoat. Den muss man dann auch nochmal runter auftragen, wie der Kleber. Das sieht so hier aus. Na, das ist sowas hier, so ein Bürstchen.
Da könnt ihr ganz normal, wie gesagt, wie, als würdet ihr eure Nägel tuschen. Und das in der Mitte hier, das bisschen dieses Endstück, ist dann auch nochmal hier für die Seiten halt. Ne? Da könnt ihr halt nochmal schön hier so an die Seite gehen. Genau. Ja. Geruchstest. Ja, so ein bisschen wie ein bisschen so Kleber, aber es geht noch alles. Also finde ich völlig okay. Ne? Also ich bin sehr begeistert. Das wird mein neues Lieblingsprodukt auf jeden Fall. Jo, und das ist das letzte hier. Let it go. Ja, den werde ich jetzt benutzen, um meine Wimpern wieder abzukriegen. Ich will die gar nicht runter machen, ne? Aber irgendwann muss man es ja mal machen, ne? Habe ich das ja zeigen, wie man die wieder ablöst, wie schnell das geht, wie einfach das geht. Und das ist auch so ein kleines Bürstchen hier, auch wieder so in hell, ne? Da macht man dann drunter und drüber was, lässt es kurz einwirken laut Anleitung und dann würde sich die Wimpern ablösen. Ich muss euch sagen, ich war baden diese Tage, hatte so ein bisschen Öl mit ins Wasser getan für die Haut, damit ich das nicht so alles eincremen muss. Und weil die in der Winterzeit ist auch die Heizung so an und so, ne? Dann habe ich gedacht, dann tue ich mir was Gutes. Und aber dadurch haben sich die Wimpern, haben sich zwei Stücke abgelöst gehabt. War ich aber selber schuld, wie gesagt, durch dieses Ölbad. Und aber Öl tut auf jeden Fall ganz gut, wenn ihr die auch ablösen wollt. Und es hat vielleicht doch nicht so geklappt mit diesem Ablöser hier, mit dem Mutter. Genau. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Pimpette habe ich das so schnell wieder angebracht bekommen. Also ein bisschen Wimpernkleber wieder drauf. Dann Wimpernzange wieder dran gemacht. Das war so easy und zack waren die wieder dran. Also es war überhaupt gar kein Problem. Die waren in 5 Minuten wieder dran und dann war wieder gut und sah aus, als wäre nie was passiert. Ne? Also die sagen ja auch, man soll dann keine ölhaltigen Make-up-Entferner benutzen, wenn man die Wimpern drauf hat. Mag ich nicht, weil dieses Öl im Gesicht, so mag ich jetzt nicht. So am Körper ist das was anderes. So, aber im Gesicht mag ich das sowieso nicht. Also von daher halten die bei mir mega cool lange und 9. Tag schon mittlerweile, Leute. Mega cool, ne? So, Leute, ich bin so aufgeregt, denn wir werden das Ganze jetzt mal ablösen. Oh Gott, Hilfe, ne? Ich hoffe, ich bin so gespannt, wie das klappt. Ich habe mir jetzt meinen Remover Let It Go, habe ich jetzt schon parat wieder gelegt. Und man soll das ja am unteren und oberen Rand aufbringen. Ja, ich zoome euch mal ein bisschen an. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, einmal unten dran machen. Ich mache das Ganze mit euch jetzt ab. Wir haben 9 ganze Tage erhalten. Und ich muss sagen, ich bin ja sehr traurig jetzt, dass ich das ablösen werde. Ich habe mich so an diese schönen Wimpern gewöhnt, muss ich sagen. Ja, und aber ich mache das für euch jetzt mal zusammen, damit ihr seht. Ich weiß selber noch nicht, wie einfach das jetzt ganz das Ganze wird. Bin mal gespannt. Ich weiß selber nicht, wie easy das geht jetzt. Bin mal echt aufgeregt und gespannt. Ja, schneid raus, Schatzi. So, ich habe den Sealer. Ach, guckt mal, Leute, da löst sich schon was. Unten und oben angebracht und da geht schon was ab. Boah. Kann ich das mit den nochmal ab? Nee. Oder? Doch, ich meine. Also, ich habe eine Tonne Wimpernkleber da drauf gepackt. Und. Wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Ich werde jetzt noch ölhaltiges Make-up-Entferner drauf machen. Einfach mal. Könnt ihr das sehen? Ölhaltig. Wenn das jetzt zu lange dauert, weil ich habe nämlich eine Tonne Wimpernkleber draufgepackt. Man soll das ein bisschen einwirken lassen, aber ich merke, es tut sich gar nichts. Dieser Remover, Let It Go, der ist auf jeden Fall ölhaltig, merke ich gerade so, ja. Das ist so richtig ölhaltig. Das Ganze beschleunigen, indem ich jetzt nochmal so einen Make-up-Entferner mit Öl auf die Augen bringe. Weiß nicht. Also bis jetzt halten die so bombenfest. Ja, wirklich. Ah! Guck mal, Leute. Da hat sich schon die erste Wimper gelöst. Das ging jetzt hier schon mal easy. Da seht ihr auch, wie klein die Stückchen ja sind, ne? Ja, also man muss das Ganze ein bisschen einwirken lassen. Ich ziehe das jetzt weiter unten mit. Ah, das ging jetzt total einfach, Leute. Seht ihr, jetzt habe ich schon das zweite Stück abgelöst. Einfach mit diesem ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner. Und jetzt gucke ich mal, wo ist denn die... Ja, ist ja schon alles weg hier, die eine Seite. Ja, die eine Wimper ist jetzt, glaube ich, flöten gegangen. Ah, ne, die liegt hier. Ja, da ist die dritte im Bunde. Also, könnt ihr sehen. Das ging jetzt so easy. Also, ich glaube, das lag jetzt an diesem Make-up-Entferner. Aber der hat auf jeden Fall auch schon mal hier gewirkt, ne? Also, den braucht man auf jeden Fall auch, ne? Hier sind die 3 Wimpernstücke von meinem einen Auge. Wie ihr seht, ist das jetzt echt ein Unterschied. Das ist natürlich blöd, wenn man neu aufbringt. Das muss ja erstmal das Öl jetzt. Halten die ja nicht richtig, ne? So, ja, genau, das war schon mal die eine Seite, richtig easy. Ich mache jetzt schnell noch die andere Seite. So, jetzt sehe ich ganz nackt aus, in Anführungsstrichen. Und zwar abgeschminkt, ihr seht, meine Wimpern sind jetzt weg.
Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ist, da war noch so ein bisschen Wimpernkleber dran. Das konnte ich ganz leicht entfernen. Meine eigenen Wimpern haben keinen Schaden genommen. Die sehen aus wie immer. Das Bürstchen hier, das hat mir auf jeden Fall auch noch geholfen. Da habe ich dann so ein bisschen noch den Wimpernkleber weg mitbekommen. Also es war alles kein Hexenwerk, alles total easy. Ich muss sagen, hat super geklappt. So, jetzt gehen wir hin und starten einmal wieder das Anbringen. Ich habe mir schon alles hingelegt und habe mir meine Wimpern auf jeden Fall auch schon zurechtgeschnitten. Ne? Das sind die Wimpern. 4 Teile sind es normalerweise. Ich finde aber 4 Teile zu viel. Das letzte habe ich dann auf jeden Fall weggelassen, weil das, ja, das so lange Augen habe ich jetzt irgendwie nicht. Also mir reichen 3. Der Vorteil ist, man kann ja dann die übrig gebliebenen Wimpernstücke auch nochmal so verwenden, ne? Dass man die dann nur an der Seite dran macht oder so. Also, ja, also kann man auch sehr sparsam mit umgehen, wenn man mag. Ne? Das ist bei jedem selber überlassen. So, jetzt das Ganze einmal wieder dran machen. Was wichtig ist, ist der Applikator, um die Wimpern natürlich dann zu greifen und dran zu machen und so weiter. Ja, ich zoome euch jetzt mal ran, damit ihr das alles ein bisschen besser seht. So, ich hoffe, ist alles in Ordnung. Na, also ihr seht, ja, ist jetzt noch ein bisschen rot vom Sauberrubbeln und so weiter. Ne? Aber ansonsten, meine eigenen Wimpern, ja, sehen aus wie immer. Ne? Tja, jetzt bin ich startklar. So, ich fange an. Wie gesagt, nehme mir einmal den schwarzen Wimpernkleber. Den gibt es, wie gesagt, auch in Transparent. Ne? Trage das auf wie ganz normal Mascara, Stalker für Hexenwerk. Ein bisschen da drunter. Ich würde dazu sagen, das reicht auch schon. Wenn man guckt, das sieht aus, als hätte ich die Wimpern mir jetzt gerade mal getuscht, ne? So. So, genau. Und der klebt auch jetzt erstmal nicht so. Also, es dauert auch, bis der trocknet. Also, der ist jetzt nicht direkt trocken. Oder, ja, dass er da nicht mehr klebt. Ja, das reicht. So, also ich habe jetzt den ganzen Wimpernkleber aufgebracht. Und es dauert jetzt, wie gesagt, ein paar Stunden, bis das Ganze trocknet. Deshalb keine Panik. Da kann man wirklich in Ruhe das machen. So, ich fange mit dem ersten Wimpernstück an. Ich habe mir die jetzt hier schon zurecht gemacht. Genau, so, hier habe ich mein erstes Wimpernstück. Moment. So, hier, könnt ihr gut sehen. Das bringe ich jetzt ganz einfach an. Manche kleben sich da so ein Pflaster an die Haut, sodass das so gespannt ist, aber das mache ich jetzt nicht. So, wie gesagt, hier ist mein Stück. Das bringe ich jetzt an. Wie gesagt, je öfters man das macht, wie in allen Sachen im Leben, je einfacher geht es einfach. Ne? Das ist halt immer so. Ne? So. Das erste Stück ist dran, man kann es aber jetzt noch nicht so ganz sehen. Muss man gleich in der Gesamtsumme sehen. Jetzt löse ich die zweite Wimper ab hier. Und zwar, die sind immer an so einem, da könnt ihr sehen, an so einem Klebeband mit befestigt. Ne? Ja, und so kann man die dann ganz einfach abziehen. Das ist ganz easy. Und dann nehme ich mit dem Applikator jetzt einfach die zweite. Muss man so ein bisschen ziehen, weil die auch was dran klebt. Ist ja auch gut so. Na, so. Hab die jetzt am Applikator. Wimpernkleber, wie gesagt, ist ja schon längst dran. Und dann setze ich die jetzt einfach mit an die andere Wimper. So, auch schon fertig. Guck mal, Leute, es wird langsam, ne? Sieht schon langsam echt cool aus. So, jetzt nehme ich einfach die nächste Wimper. Ist ganz easy, könnt ihr sehen. Mit dem Applikator. Ach, hat super Dreck geklappt. Perfekt. Und dann werde ich die jetzt an die nächste Wimper setzen. Ui, das ist weit. Außen jetzt. Die ist jetzt sehr weit außen. muss ich nochmal korrigieren. Ich habe sie jetzt nochmal abgezogen. Ja, also was ihr auch machen könnt, ist an die Wimper da auch nochmal Wimpernkleber dran zu machen. Ne? Das kann man auch noch machen. Kann man, muss man jetzt nicht. So. Okay, habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Dann hält das auch nochmal besser. Und dann setze ich die wieder an. So. Tolles Ergebnis, ne? Vorher, nachher. Ne? Also ist schon ein Unterschied. Ne? Jetzt fixiere ich die noch ein bisschen mit dem Applikator, damit die auch nicht abfallen hier. So. So. Genau. So. Okay. Wow. Sieht wieder mega cool aus. Yeah. Richtig nice. Echt. So, als nächster Schritt. Jetzt kommt normalerweise dieser hier dran. Und zwar der Topcoat. Versiegele den Wimpernkleber mit dem Topcoat für noch längeren Halt. Das mache ich jetzt nicht, weil der hat bei mir, wie gesagt, 9 Tage schon gehalten. Ich habe relativ viel Wimpernkleber aufgebracht. Also ich werde dieses Mal nicht mehr so übertreiben, glaube ich. Weil ich hatte irgendwie, ja, ich wollte das natürlich, dass das möglichst lange hält. So, jetzt mache ich das nächste Auge. Bleibt auf jeden Fall weiterhin dran. Das mache ich jetzt im Vollspeed. Und genau, bis später gleich. So,
ich bin fertig, meinen frischen Wimpern für euch, mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr konntet alles gut erkennen und gut sehen. Wie gesagt, es ist ein bisschen Übungssache. Ich habe jetzt hier und da noch ein bisschen Wimpernkleber hängen, habe ich gesehen. Den mache ich jetzt gleich noch alles weg, so mit so Wattestäbchen und so. Ist überhaupt gar kein Problem für das Leben. Ja, und das war's auch schon wieder. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich auf ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Und es folgen ja noch ganz viele Videos zum Thema Beauty, zum Thema High Heels, zum Thema alles Mögliche. Schreibt mir einfach mal, was interessiert euch, was möchtet ihr sehen. Einfach mal reinhauen in die Tasten. Nächstes Mal kommt auf jeden Fall wieder ein Video mit High Heels. Diesmal war nochmal was mit Beauty. Und seid gespannt, es folgt so viel geiles Zeug bei mir auf dem Kanal. Ich bedanke mich und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Eure Moni. Bye.